Yo, was geht ab? Ist euer Bro Joker Tululu, aka The Fresh Prince of YouTube, aka warum machst du so dumme Bewegungen mit deiner Hand, aka keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier ein kleines Infovideo. Ich habe letztes Wochenende Folge 1 und Folge 2 von meiner neuen Serie, Miniserie Relationship rausgebracht. Übrigens habe ich hier unten gerade Notizen, aber ich tue so, als hätte ich keine Notizen, aber ich werde ab und zu auf Undercover runtergucken, ohne dass du es merkst. Pass auf. So, und das wird ein One-Take-Video, weil, ne, das soll ein bisschen persönlicher auf Bane sein, ne? Okay, bleib dran. So, auf jeden Fall letzte Woche 2 Folgen rausgeballert. Ey, vielen Dank für euer Support. War richtig nice. Wieso habe ich das gemacht? Ich wollte einfach eine neue Herausforderung. Ich habe so meine Formate auf YouTube, die funktionieren, die cool sind, die mir Spaß machen. Aber ich wollte einfach mal was anderes machen. Und was komplett Neues für mich wäre halt, beziehungsweise war es, etwa so eine Miniserie zu schreiben, ne, mit einer richtigen Story, die von Folge 1 bis Folge 10 halt durchgeht. So. Und glaub mir, da passiert noch einiges in der Serie. So, ich habe da wirklich, yo. So. Das war der Grund, warum ich das gemacht habe. Und dann gab es so ein paar Kommentare, die gesagt haben, dass ich dieses Format von einem gewissen YouTuber oder Facebooker oder was auch immer geklaut habe, namens die Storm Power. Was nicht der Fall ist, ich kenne ihn auf jeden Fall, ich feiere auch seine Videos, aber ich habe es nicht von ihm, sondern ich habe es von einem Künstler namens R. Kelly, der war back in the days halt richtig erfolgreich gewesen und er hat das, glaube ich, in den 90ern, glaube ich, gemacht, wenn ich mich irre, und es hieß Trapped in the Closet. So, und dieser, die Storm Power, hat es auch von ihm, nur er gibt es halt nicht zu. So, das ist der einzige Unterschied. Ich, wenn ich dann wirklich mich inspirieren lasse von jemandem, dann sage ich auch, das ist inspired by, Punkt, 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 Punkt. Und wenn ihr euch mal die Videos anguckt, steht es auf jeden Fall auch der Name R. Kelly da. Deswegen, das wollte ich mal kurz sagen. Aber es gibt auch noch Leute, die gesagt haben, ich hätte es von Matthew geklaut. Wo ich gedacht habe, so, also erstens, Matthew und ich, wir wurden beide inspiriert von der Serie Der Prince of Bel-Air. Ich glaube, alle in unserer Generation wurden irgendwie davon, nicht inspiriert, aber geprägt, sagen wir mal geprägt. Und ich heiße auch The Fresh Prince of YouTube. Also, man weiß schon, da ist irgendwie eine Art von Connection am Start, so. Also, die Drums und alles drum und dran ist von der Serie, aber mit voller Absicht. Mit voller Absicht, wie das ist so in die Fresse, so, auf den, so, das ist Prince of Bel-Air. Das Prince of Bel-Air. So, aber das Ding ist, ich habe es trotzdem nicht von Matthew geklaut, weil den Song SOS gibt es schon seit 2014. Ich kann mal kurz hier so ein Video einblenden. Warte, kurz da. Okay, da seht ihr quasi eine Live-Show. Ich weiß nicht, ob das 2014, 2015 gewesen ist, bei den Video Days. Da habe ich den Song schon performt. Also, den Song gab es vorher schon. Was jetzt aber auch wiederum nicht heißt, dass Matthew das von mir geklaut hat, weil ich habe nie dazu ein Video gemacht. Also, es ist einfach reiner Zufall. Wir wurden beide inspiriert und geprägt von hier Will Smith und Prince of Bel-Air. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen so ein Video. Punkt, aus, Ende. So, und generell müsst ihr irgendwie, keine Ahnung, so, ja, du hast von denen geklaut, du hast von denen geklaut. Erstens, Matthew und ich, wir sind Bros, wir sind Kollegen, so. Es ist alles fresh, so. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie gesagt hat, so, ey, Joker, und klaus mein Format. Oder dass ich gesagt habe, ey, ich hatte den Song zuerst. Ich war doch sogar in seinem Video dabei. Fällt mir gerade ein. Ich war doch sogar in seinem Video dabei, Leute. Also, ohne Spaß. So, das wollte ich mal kurz gesagt haben, dann können wir kurz runtergucken. Genau. Die nächste Folge Relationship kommt am nächsten Freitag. Ich weiß, dass ich gerade nicht auf dem Datum ist. Fuck, hätte ich mich mal vorbereitet. Auf jeden Fall nächsten Freitag. Ich glaube, das. Nee, morgen. Morgen. So. Und am nächsten Sonntag kommt auch eine weitere Folge, also Folge 3 und 4. Und glaub mir, die Folgen werden nice. Die Geschichte wird immer zugespitzter. Und Undercover runtergucken. Genau. Ich habe bei meinen ganzen Social Network Seiten gesagt, wenn ihr die Folgen teilt, ne, also meine ganzen Relationship-Folgen, teilt es auf Facebook, auf WhatsApp, auf Snapchat, sonst was, macht davon einen Screenshot und schickt es mir per hier Instagram Direct Message. Und ich werde so alle paar Tage machen, so Livestreams und rufe ein paar Leute an. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal gemacht. Und ich habe jetzt schon, ich glaube, über 15 Leute auf jeden Fall angerufen. Und das werde ich auf jeden Fall die ganze Zeit so weitermachen. Einfach, damit ich mich halt persönlich erkenntlich zeigen kann. Also, damit ihr einmal gehört habt, alle meine, hier, Instagram, Links, bla bla, findet ihr alles in der Beschreibung. Und kurz auf Undercover runtergucken. Blablabla, das habe ich gesagt, das habe ich auch gesagt, das habe ich auch gesagt, das habe ich auch gesagt. Genau, und wenn ihr Bock habt, dass diese Serie weitergeht, hinterlasst auf jeden Fall bei jeder Folge einen Daumen hoch. Ich freue mich wirklich über alles, ich lese mir alle Kommentare durch, weil es halt einfach was Neues ist auf meinem Kanal, was mir mega Spaß macht und ich will halt gerne auch eine zweite Staffel machen, also Folge 11 bis Folge 20. Und wenn ihr auch Bock drauf habt, Daumen hoch, teilt es mit euren Freunden. Und genau, ja, apropos Relationship, ich habe noch auf einem anderen Kanal, habe ich mich mit ein paar Leuten auseinandergesetzt und wir haben ein bisschen über Beziehungen gesprochen und das blende ich mal kurz ein. Das heißt, du glaubst dran, dass ein Mann, also, dass ein Mann eine Frau lieben kann und sie trotzdem betrügen kann? Ja. Dieses Wort Liebe, ne, ist so ein großes Wort. Das Ding ist, Liebe ist eine Sache und es gibt Verliebtheit und es gibt Abhängigkeit. Ja. So,
Viele Menschen sind einfach nur abhängig voneinander. Und am Anfang der Beziehung bist du verliebt. Aber Liebe, ich würde sagen, dass eine richtige Liebe es gar nicht zulässt, dass du ansatzweise dran bist, fremd zu gehen. Liebe ist weniger, was der Partner dir gibt, sondern was du dem Partner gibst. Genau, so, je mehr ich in dir investiere, umso mehr hast du von mir. Und umso mehr entwickelt sich diese Liebe quasi. Deswegen, genau. Da kann, glaube ich, meines Erachtens gar kein, also ganz nicht dazu kommen, dass man irgendwie fremd geht. Aber viele Leute sind einfach nur verliebt oder abhängig voneinander und dann fällt es natürlich leicht, dass du einfach sagst, hier, Jessica, Barbara, ja. Schieß mich tot. Den Kanal könnt ihr auch sehr gerne abchecken, ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für euren Support. Wir sind jetzt bei 460.000, glaube ich. So, und wir nähern uns gerade den 500.000. Ihr wisst, bei 500.000, mein Special ist schon fertig. Es liegt schon da. Ich muss nur noch auf Play drücken. Nur noch auf Play. Und danach Mission Million. Also Leute, vielen Dank für eure Unterstützung bisher. Genau, hier ist nochmal Folge 1 von Relationship. Und hier kommt es zu dem besagten Video, wo ich ein bisschen über Beziehungen gesprochen habe, diskutiert habe. Und ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Folgt mir auch überall. Instagram, Facebook, bla 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 bla. Und wir sehen uns nächsten Freitag, also morgen und Sonntag, mit den nächsten Folgen von Relationship.